Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Tutorial-Video zum Thema Wie installiere ich Windows XP auf meinen PC? In diesem Tutorial und den weiter folgenden werde ich euch erklären, wie ihr Windows XP Home, Professional und 64-Bit auf einen PC installieren könnt und konfiguriert und werde euch durch die gesamte Installation führen. Dazu verwende ich aus Komfortgründen die VirtualBox von Sun Microsystems. Das hat einfach nur den Grund, dass ich hier eine Desktop-Kamera verwenden kann und nicht auf meinen Bildschirm filmen muss, während ich die Aktion hier durchführe. Die Bilder werden trotzdem dieselben sein. Die Installation ist identisch mit dem, was ihr dann auch sehen werdet. Und bevor ich jetzt lang rumrede, werde ich jetzt einfach mal starten und dann auch gleich anhalten. So, wir sehen jetzt hier den Text, drücken Sie eine beliebige Taste, um von der CD zu starten. Falls ihr diesen Text nicht seht und stattdessen Windows XP, zum Beispiel wenn ihr schon vorher Windows XP installiert habt oder irgendein anderes Betriebssystem, das bereits vorinstalliert war, lädt oder eben gar keins lädt und die CD nicht erkannt wird, dann schaut euch bitte das Tutorial-Video zum Thema Wie boote ich von der CD an. Link wird eingeblendet. Ansonsten würde ich mal sagen, mache ich jetzt einfach mal weiter und werde der Aufforderung hier einfach mal Folge leisten und Enter drücken. Es geht auch mit irgendeiner anderen Taste, aber ich habe jetzt in diesem Fall halt Enter verwendet. Nun wird hier das Setup geladen und werden die Dateien geladen. Das kann bei euch ein bisschen länger dauern, wenn es von der CD geladen wird. Es ist jetzt nicht so schlimm, wenn es ein bisschen länger dauert. Einfach Ruhe bewahren und weiterarbeiten lassen. Installationen unterscheiden sich nicht voneinander, egal ob Home, Media Center, Professional oder 64-Bit. Das Setup ist das gleiche. So, nun werden wir hier mit den Worten Willkommen begrüßt und haben drei Auswahlmöglichkeiten. Zum einen können wir mit der Eingabetaste XP einfach installieren, dann kommen wir zum Wizard, dazu komme ich dann gleich. Mit der R-Taste lässt sich die Wiederherstellungskonsole zum Reparieren starten. Das ist ein Feature, das ich euch nicht unbedingt empfehlen würde, weil damit eigentlich nur Profis was anfangen können. Und zum Reparieren von Windows XP, von der XP-Installation, zum Beispiel nach einem Virenangriff oder nach Löschung von wichtigen Systemdaten, gibt es auch ein wesentlich einfacheres Feature. F3 zum Beenden, falls wir doch nicht installieren wollen. In diesem Fall trifft es leider nicht zu. Ich möchte nämlich gerne installieren, drücke deswegen Enter bzw. Eingabetaste. Jetzt kommt hier der Lizenzvertrag. Gut, den müsst ihr nicht unbedingt lesen. Könnt ihr zum Spaß hier hoch runter mit Bild hoch runter machen. Und dann einfach wichtig F8 drücken, um zuzustimmen. Ich stimme jetzt zu, damit es weitergeht. Gut. In diesem Fall haben wir kein XP vorher installiert. Falls ihr vorher XP installiert haben solltet, würde das hier in dieser Liste erscheinen und ihr hättet die Option mit R Windows zu reparieren. Das ist dann halt wichtig, wenn ihr zum Beispiel zufällig irgendwie Systemdateien gelöscht habt oder ein Virus zugeschlagen und eure Festplatte gekillt hat. Dann könnt ihr Windows so wieder reparieren. Ich werde euch jetzt aber zeigen, wie man Windows XP normal installiert. Dazu werde ich diese bereits partitionierten Bereiche der Festplatte wieder löschen. Und zwar mit L. Dann Eingabetaste, um die Partition zu löschen. Eingabe. Drücken Sie B, um das Löschen dieser Partition zu bestätigen. Aber gerne doch. Und fertig. Jetzt mache ich das hier auch nochmal. Erst L, dann bestätigen mit B. Und nun haben wir ein komplett
unpartitionierten Bereich. So sähe das aus, wenn ihr zum Beispiel einen PC neu kauft und die Festplatte dann komplett leer ist und ihr darauf Windows XP installieren möchtet. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr drückt gleich Eingabetaste und lasst XP auf dieser Partition komplett installieren, oder ihr macht's anders und erstellt ein paar Partitionen. Das Erstellen von Partitionen hat folgenden Vorteil: Ihr könnt klare Trennung machen zwischen System und Programmen, eigenen Dateien zum Beispiel. Wir erstellen, das werde ich jetzt nämlich machen, ich erstelle mit E eine Partition in der Größe von 10 GB. Das ist die Mindestgröße für eine Windows XP-Installation. Ich persönlich würde euch 20 GB empfehlen, weil viele Setups und die Systemwiederherstellung einfach enorm viele und große Dateien auf C ablegen, ohne dass ihr das eigentlich wollt und kontrollieren könnt. Und dadurch sammelt sich immer sehr viel Datenmüll an, und wenn die C-Partition zu klein ist, dann kann das Hochfahren irgendwann sehr, sehr lange dauern, beziehungsweise Windows irgendwann gar nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen 20 GB vollkommen ausreichend, habt ihr auch noch einen guten Puffer. Wichtig ist aber trotzdem, dass ihr dann darauf achtet, dass ihr Programme wie Spiele oder so dann nicht mehr auf C installiert, weil das dann einfach fürs System reserviert ist. Jetzt haben wir hier noch einen unpartitionierten Bereich. Den werde ich jetzt auch noch partitionieren. Einfach die komplette Größe. Es bleibt immer ein Rest übrig. Das ist ganz normal. Darüber müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das ist einfach normal. In meinem Fall nehme ich jetzt einfach die D-Partition als meine Partition für zum Beispiel eigene Dateien. Gut. Dann drücke ich Enter, um mal XP zu installieren. Jetzt haben wir hier vier Auswahlmöglichkeiten. Zweimal NTFS-Dateisystem, zweimal FAT, wovon jeweils einmal schnell und einmal eine normale Formatierung ist. Ich würde euch raten, ausschließlich NTFS zu verwenden, da FAT der veraltete Standard ist und durchaus fehleranfälliger ist und eigentlich nicht mehr wichtig ist, weil... es sei denn, ihr habt noch Windows 98 oder so genau auch auf diesem Rechner installiert, was ich für eher unwahrscheinlich halte. Also, wählt NTFS, am besten schnell, weil es denselben Effekt hat und einfach schneller geht mit der Formatierung. Jetzt wird hier der Datenträger formatiert. Und danach werden die Dateien von der CD einfach auf die Festplatte geschrieben. Danach wird man aufgefordert, den PC neu zu starten. Während dieser Countdown läuft, könnt ihr die CD gleich rausnehmen und warten, bis der Countdown abläuft. Der PC wird dann von alleine den Neustart durchführen. Und danach müsst ihr einfach nur warten, bis Windows XP normal startet. Wie es dann weitergeht, erzähle ich euch im zweiten Video zum Thema, wie installiere ich Windows XP auf meinem PC, und dort werdet ihr den Rest des Setups erklärt bekommen, und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dann.